Hermann Levy, 1837 bis 1900. Ein Phänomen der Musikgeschichte. Komponist und Pianist, einflussreicher Dirigent, Drehscheibe des kulturellen Lebens, Kunstmäzen und Kulturmanager. An der Seite Richard Wagners, nicht wegzudenken, sein alter Ego. Wie? Ein unbekanntes Genie? Einfach vergessen? Wer ist denn dieser Mensch gewesen? Levys Grab, die Reste eines Mausoleums, demoliert in der Zeit des Nationalsozialismus. Als Ehrenbürger von Garmisch-Partenkirchen wird er eine neue Rolle spielen. Wer gelitten hat, hat das Recht, frei zu sein. Geboren am 7. November 1837 in Gießen, als Kind einer kunst- und musikliebenden Familie des Landesrabbiners Dr. Benedikt Levy. Mit 7 Jahren Auftritt mit einem Klavierkonzert von Mozart. Lehrzeit bei Hofkapellmeister Vinzenz Lachner in Mannheim. Musikstudium in Leipzig. 1 Jahr in Paris. Mit 20 Jahren Musikdirektor in Saarbrücken. 2 Jahre später Kapellmeister der Deutschen Oper in Rotterdam. Hermann Levys musikalische Karriere beginnt in Karlsruhe und endet ausgegrenzt und isoliert in der Freiheit der bayerischen Berge. Welch ein Glück für den 25-Jährigen, dass sich der kunstliebende Großherzog Friedrich I. ein erstklassiges Operntheater leistet und dass er keinen Unterschied zwischen Christ und Jude macht. Levy ist als 25-jähriger Dirigent nach Karlsruhe gekommen. Er hatte die Möglichkeit, alles, was er wollte, in Karlsruhe in der Oper und im Konzert zu dirigieren. Also eigentlich kann man sagen, er ist als Dirigent in Karlsruhe geprägt worden in seiner wesentlichen Einstellung. Auch seine ganz energische Hinwendung zu Wagner, denn er hat ja in Karlsruhe die sehr beachtete Erstaufführung der Meistersinger durchgesetzt. Wir haben hier die Vitrine mit den Zeugnissen von Hermann Levys Wirken in Karlsruhe. Clara Schumann spielte mit 4 Musikern der Hofkapelle gleich zu Antritt des Wirkens von Levy in Karlsruhe das Klavierquintett von Brahms, das damals noch nicht gedruckt worden ist. Levy war so begeistert, dass er hinterher mit seinen Musikern in die Kneipe ging und sich betrank. Levys Ruf als einer der besten jungen Dirigenten verbreitet sich schnell. Nach München kommt Levy 1872. Voller Begeisterung. 25 Jahre gibt er hier den Ton an. Dank König Ludwig II. Und dem ehrgeizigen Hofkapellmeister Levy ist das Münchner Hoftheater ab 1877 die erste Adresse für alle Wagner-Opern im Programm. Ganz im Banne der Musik glänzt Levy pro Saison mit mehr als 40 Stücken im Programm.
und nächtlichen Sondervorstellungen für König Ludwig II., den Schöpfer dieser eigenen Welt voller mitreißender Klänge und Mysterien. Die Musik ist blau, von opiatischer, narkotischer Wirkung, so Friedrich Nietzsche. Dieser Magie ist auch Hermann Levi verfallen. Durch bewegter Schattenspiele zittert Lunas Zauberschein und durchs Auge schleicht die Kühle sänftigend ins Herz hinein. Aber Johannes Brahms verachtete Richard Wagner, von dessen Musik Hermann Levi immer mehr fasziniert war. Daran zerbrochen ist die Beziehung zwischen Levi und Brahms, seinem engsten Vertrauten. Ein Freund, dem ich alles verdanke, was ich bin und habe, hat sich von mir losgesagt. Dies ist die schmerzlichste Erfahrung meines ganzen Lebens. Im Freundeskreis der Allotria, bei Malern, Literaten und Wissenschaftlern, ist Levi höchst geschätzt und beliebt. Mit dem Sängerehepaar Heinrich und Therese Vogel, Stars der damaligen Opernszene, hatte er ein besonders inniges Verhältnis. Es ist Richard Wagner und seine Musik, an der sich die Geister scheiden. Seine antijüdische Haltung hat Levis Herz bei aller Hingabe an ihn zerbrochen. Wagner weigert sich gegen den Willen König Ludwigs II., dass Levi die Uraufführung seiner Oper Parsifal dirigiert. Die christlichste Oper in der Hand eines Ungetauften? König Ludwig II., ein Freund der Juden, ist anderer Meinung. Er besteht auf seinem genialen Hofkapellmeister. Bayreuth, 1882. Die Uraufführung der Oper Parsifal ist dirigiert der königlich-bayerische Hofkapellmeister Hermann Levi. Der absolute Höhepunkt seines musikalischen Wirkens. Ein Leben voller triumphaler Erfolge, bitterer Erfahrungen und schmerzlicher Leiden. In einer Welt der Gegensätze, die nach Erlösung sucht.